oggi grazie mille veramente dell'accoglienza che ci date ogni anno. Heute ist es noch. Ich muss alles ausmachen. Wir haben heute und wir beobachten euch ja auch schon mit der Sporthilfe seit Jahren, nicht nur eure Talente. Wir möchten, dass ihr auch mal da oben seid und deswegen. Weil wir brauchen jeden Euro, um Sportler weiter unterstützen zu können. Ich glaube, das. Und hier noch als letztes, und das ist ganz. Linda Zingerberg. Danke vielmals. Inzwischen darf ich bitten, dass manche Beine ja. Wandergassen und Kompa, bitte. Willst du noch mal mehr haben? Ja, kommt davon, wenn ihr mehr leicht. Das heißt, wenn du weiter fliegst. Ja, 61.400 euro. Stiamo pensando che la Sporthilfe, e oggi parlando con poi il dottor Vidotti ci aiuterà, oltre che un aiuto finanziario, das wird der Plan von der Sporthilfe 2018 sein. Ich möchte jetzt nichts vorausschicken, aber der Vorstand denkt schon und arbeitet sonst schon in der. Ja, also mich hat es sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit habe.
auch Danke sagen könnt mit einem riesen Applaus und dass ihr euch das kurz erklärt. In eurer Art, in eurer gewinnenden Art, aber in der gewinnenden Art nicht nur, dass ihr siegt, dass ihr gute Plätze, noch verstärkte Sympathie für dieses unser wunderschönes Land zu gewinnen. Betreuerinnen, ich danke euren Eltern, ich danke euren Begleitern, Begleitern. Und Insa, Evelyn. Giova, ti tocca l'ultima volta. Und dann entlassen wir auch dich. Erika. Du. Vieni. Darf ich euch die Tomolato Federica vorstellen? Posso presentarti a loro? Carte Olimpiadi. Abbiamo le coppe del mondo per qualificarci e dobbiamo essere, raggiungere dei risultati e essere nei primi 32 in classifica. Also, 146 Meter ohne Anschluss. Und wie viel braucht man, um zur Olympia zu kommen? Die Top 35 der Weltkarte. Ich darf Ihnen bitten, da zu bleiben und darf jetzt alle anderen Sportler, die einen Scheck bekommen haben, die gefördert worden sind, bitte auch bitten herauszukommen, damit wir das gemeinsame Abschlussfoto machen.